es natürlich schwerwiegend. Er hat in Spielform trainiert und hat einen Zusammenprall mit Alex Meyer, mit einem Keeper, fällt dann unglücklich auf die Schulter. Ja, bitter, weil er natürlich gerade gut war und auf einem sehr guten Weg als junger Spieler. Deswegen tut das weh, aber wir haben diese Dinge nie als Ausreden benutzt und als Alibis und haben uns da hingelegt und haben überlegt, ob wir noch dahin fahren oder nicht. Und dann geht es Vollgas voraus. Wir haben gute Jungs, die jetzt dann reindrängen. Immer wenn ein Spieler ausfällt, öffnen sich Türen, dann geht eine Tür auf für einen Spieler, der um diese Chance kämpfen wird. Wie wir das dann genau machen, weiß ich nicht. Also grundsätzlich sehr, sehr schade, aber wir werden auch so eine gute Mannschaft und eine hungrige Mannschaft auf Platz stellen am Samstag in Leipzig. Das soll dafür keine Ausrede sein. Ja. Wenn man die letzten beiden Spiele von Leipzig waren natürlich eindrucksvoll, aber wenn man auch sieht, die Bundesligaspiele gegen Frankfurt, gegen Köln, die waren jetzt alle nicht so klar, sondern das ist einfach auch schwer in der Bundesliga zu spielen, auch für Leipzig. Es ist nicht so, dass die dann alle Gegner dann 4-0 schlagen. Und deswegen, wenn wir sehr, sehr gut verteidigen, das ist die Basis, wenn wir mit dem Gegenpressing klarkommen und uns dann nicht von der Intensität killen lassen und die Bälle behalten. Oder aber wenn wir im Gegenpressing auch Bälle wieder verlieren und sie nicht sauber geklärt bekommen, dass wir trotzdem nicht ganz aufgehen. Und darüber hinaus natürlich auch versuchen, nach vorne zu spielen und auch selbst Tempo vorne reinzuentwickeln. Und unsere Chance dann auch im richtigen Moment auch mit genug Spielern nach vorne suchen. Dann glaube ich einfach, dass wir eine Chance haben. Aber man muss natürlich auf allen Ebenen top sein, weil sie auch bei Standardsituationen sehr stark sind. Und kannst ja keine Pause erlauben, deswegen kann man nicht sagen, das oder das brauchen, wir brauchen alles und das auf hohem Niveau. Er ist ein bisschen zu früh weggegangen. Das hätte mir auch Spaß gemacht. Und top. Ich kenne ihn natürlich schon aus der Jugend, wo er auch immer getroffen hat. Dann ist er ganz, ganz früh hier zu den Profis. Ich glaube in seinem ersten A-Jugendjahr, also 18 Spieler noch. Dadurch hat er schon 2 Jahre Bundesliga gespielt oder 3 Jahre beim VfB. Alle hatten das Gefühl, er spielt ja schon 3 Jahre, da war er aber gerade 19,5. Und da war das mit Sicherheit auch keine so einfache Zeit für einen jungen Spieler hier. Und hat jetzt natürlich dann in Leipzig, auch in der Qualität, auch mit dem Selbstvertrauen, was entsteht, wenn du oben mitspielst. Da verändert sich einfach komplett die Situation, weil dann die Dinge einfacher werden, wenn du Spiele gewinnst, wenn du ein gutes Gefühl hast. Auch die Abhängigkeit, dass seine Läufe so angespielt werden, dass er daraus Tore machen kann. Weil wenn du so in die Tiefe startest, brauchst du Spieler, die dieses Tempo auch anspielen können. Und da hat er einfach einen Top-Weg gemacht. Also nicht, dass das hier jetzt schlecht war, sondern einfach in Leipzig spielt sind einfach eine Top-Mannschaft, eine Champions-League-Mannschaft. Und darin hat er sich super entwickelt, Nationalspieler geworden und ja, sehr guter Weg. Ja, die Überlegung gibt's immer. Wir können ja auch, ohne das System zu verändern, trotzdem aus etwas anderen Räumen, die Räume, aus denen wir spielen, etwas verändern. Und das fließt da auf jeden Fall mit rein. In welcher Grundsystematik wir jetzt da genau reingehen, das muss ich leider für mich behalten. Aber natürlich spielt der Gegner eine große Rolle, auch die Art, wie Leipzig spielt. Da muss man schon ein bisschen drauf eingehen. Ja, weil es einfach mit ganz vielen Spielern vorne im Zentrum auftauchen. Und da muss er einfach sehr, sehr stark sein, weil sonst kommen sie da in Überzahl und da muss man halt schon gucken, dass du genug Leute da hast, um da zu verteidigen.